Was ist aus der ausgedehnten Kampfszene in The Flash geworden, in der Schädel eingeschlagen und Menschen explodiert sind? Offensichtlich waren die Szenen ein wenig zu freizügig für ein Publikum ab 12 Jahren. The Flash war wahrscheinlich nie dazu gedacht, die Freigabe ab 12 Jahren zu erreichen, wie es einige der Filme aus dem Snyderverse getan haben. Die MPA verlieh dem Film die genretypische Einstufung für Gewalt- und Actionsequenzen, etwas Kraftausdrücke und teilweise Nacktheit. Und das ist es, was die Zuschauer von The Flash erwarten sollten. Laut Co-Star Sacha Calais, die Kara Zor-El, die bekanntliche Supergirl spielte, war eine der zentralen Szenen ursprünglich länger und wurde gekürzt, um den Film nicht in die Kategorie jugendfrei fallen zu lassen. In einem Interview mit Collider wurde Calais gefragt, ob es bemerkenswerte gelöschte Sequenzen aus The Flash gibt. Ihre Antwort ist ziemlich interessant für Fans, die noch mehr Supergirl sehen wollten oder sich wünschten, dass die Action im Film ein bisschen härter wäre. Die Silo-Szene war viel länger. Ich habe eine Menge Stunts für diese Szene gemacht und einige davon waren meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr als FSK 18 eingestuft. Und am Ende haben sie die Szene irgendwie reingebracht. In der fraglichen Szene wird Kalis Kara Zor-El aus einem abgelegenen russischen Gefängnis gerettet. Ihre Kräfte sind zwar geschwächt, als Barry Allen und Co. sie finden, aber sobald die Sonnenstrahlen auf ihren Körper treffen, erlangt die Frau ihre Fähigkeiten wieder und verwüstet die Wachen des Gefängnisses. Es ist sicherlich eine erlösende Szene, die sogar noch besser hätte sein können, wenn sich der Film nicht für eine weniger restriktive Altersfreigabe entschieden hätte. Calais ging nicht im Detail darauf ein, was genau den gelöschten Inhalt zu übertrieben für die Kinofassung von The Flash machte, aber es kann wohl davon ausgegangen werden, dass er einfach zu gewalttätig war. Calais scheint nicht allzu verärgert darüber zu sein, dass einige ihrer Stunts aus The Flash herausgeschnitten wurden, aber man kann einen Hauch von Wehmut in ihrem Tonfall erkennen. Es waren so viele, aber so sehr ich auch Stunts liebe, ich würde gern die Gesamtheit dieser Aufnahmen sehen. Das wirft eine interessante Frage auf. Werden wir jemals die nicht jugendfreie Version von The Flash sehen, in der Supergirl ihre Entführer ungeschnitten zur Strecke bringt? In den Tagen der erweiterten Director's Cut, der Blu-ray Special Features und der Leaks ist es ziemlich normal, dass gelöschte Szenen irgendwann auftauchen, besonders bei großen Blockbustern wie The Flash. In diesem Fall scheint es jedoch nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Calais deutet dies in ihrem Interview sogar an, als sie erklärt, dass sie hofft, dass die geschnittenen Szenen eines Tages zu sehen sein werden. Wenn die Hauptdarstellerin der fraglichen Szenen nicht einmal sicher ist, ob überhaupt ein Blick darauf geworfen werden kann, hat der Rest von uns wohl kaum eine Chance. Das ist wirklich eine Schande, denn eine nicht jugendfreie Version von The Flash könnte tatsächlich eine Verbesserung gegenüber der Kinofassung sein. Das ist alles Spekulation, aber vielleicht wären die überladenden und gelegentlich verworrenen multiversalen Elemente von The Flash etwas klarer, wenn der Film nicht gekürzt werden müsste, um ein FSK 12 zu erhalten. Vielleicht wäre auch der schwache Schlussakt des Films mit etwas direkterer, härterer Gewalt effektiver gewesen. Regisseur Andy Muschietti hat in einem Interview mit dem Real Blend Podcast auch schon auf andere gelöschte Szenen angespielt. Vielleicht gibt es also, ähnlich wie bei Barrys alternativer Zeitlinie, ein Universum, in dem einige der wiederhergestellten Inhalte des Films zu enthusiastischeren Kritiken und einem größeren Einspielergebnis führen. Aber ohne eine massive Rekonstruktion im Stil von Snyder Cut wird die hypothetische Version von The Flash mit Altersfreigabe für alle in diesem Segment des Multiversums wohl ein Produkt einer alternativen Zeitlinie bleiben müssen. Aber wir können immer hoffen. Do you know what the symbol stands for?